ihr Lieben, ich möchte euch mal wieder zu einem Marathon einladen und hatte das Gefühl, dass es beim letzten Mal richtig gut gelaufen ist. Ich habe da wieder richtig Lust drauf und etwas ungeplant habe ich jetzt die nächsten Tage frei. Also Christi-Himmelfahrt, Männertag, Donnerstag, Freitag ist bei uns Brückentag, Samstag und Sonntag sind 4 Tage und ich möchte einen 24-Stunden-Lesemarathon machen, der von Donnerstag bis Samstag geht. Ja, 24 Stunden, 3 Tage, klingt vielleicht merkwürdig, aber ich habe mir das folgendermaßen überlegt, 24 Stunden reine Lesezeit, also 8 Stunden etwa pro Tag und ich denke mal, ich habe gestern und ich versuche heute noch mal so ein bisschen zu tracken, wie viel ich tatsächlich am Tag lese. Ich meine, klar sind jetzt Arbeitstage und so, aber ich denke mal, 8 Stunden reine Lesezeit ist tatsächlich ein Marathon. Ne? Weil so etwa 8 Stunden schläft man ja, beziehungsweise verbringt im Bett. Und dann hat man ja noch die ganzen Mahlzeiten, die auch vorbereitet werden müssen. Und man fummelt mal mit seinem Handy rum und bearbeitet Videos und so weiter und so fort. Ich denke mal, überhaupt auf 8 Stunden Lesezeit pro Tag zu kommen, wird eine ganz schöne Challenge. Und ich bin mal gespannt, ob mir das überhaupt gelingt. Ja, und ich denke mal, maximal 2 Updates am Tag, damit ich euch nicht allzu sehr auf die Ketten gehe, aber dass ihr trotzdem so ein bisschen meinen Fortschritt sehen könnt. Das heißt etwa so nach 4 Stunden reiner Lesezeit. Beziehungsweise, wenn ich morgen am Donnerstag feststelle, dass es irgendwie nur 6 wären, ne? Also das merkt man ja dann so ab Mittag, Nachmittag. Huch, ich bin erst bei 2,5 Stunden oder so, dann kann es natürlich auch sein, dass ich schon eher mal ein Video drehe, ne? Damit ihr wisst, wie es mir dabei geht. Ja, und ich lade das heute am Mittwoch schon hoch, damit ihr vielleicht, wenn ihr Lust drauf habt und auch nichts Besseres zu tun habt, als ein paar Bücher zu lesen, damit ihr euch vielleicht anschließen könnt. Ja, und außerdem ist mein Ziel neben meinen Leserundenbüchern. Leserunden habe ich ja zum einen die 12 und da hänge ich zurzeit, ich glaube, auch einen Leseabschnitt hinterher. Ich bin gerade auf Seite 400 von 830 und dann lese ich noch mit der Tanja zusammen Erebos, 50 Seiten am Tag und ich glaube, da hänge ich auch ein wenig hinterher, bilde ich mir ein, bin ich auf Seite 200. Muss ich erstmal gucken, wo ich heute sein könnte, aber ich habe sie auch noch nicht gefragt, wie viel sie gestern gelesen hat. Also in beiden Büchern möchte ich pro Tag sozusagen 50 Seiten lesen, die sind schon safe. Und dann habe ich noch 3 Rezi-Exemplare mitgebracht, beziehungsweise ein 4. Aber mein Kindle habe ich natürlich liegen lassen. Anyway, ich möchte auf jeden Fall Giants lesen. Dann habe ich mir noch ausgesucht einen Thriller, nämlich Black Memory, ja, von Janet Clark. Und ein Manga, nämlich A Silent Voice, Band 1. Habe ich von Egmont Manga als Rezensionsexemplar bekommen. Und von NetGalley habe ich nämlich noch als E-Book mein zauberhafter Buchladen am Ufer der Seine. Und ich habe noch eine andere Liebesgeschichte, und zwar Liebe Macchiato oder so. Es sind viel zu viele Bücher, theoretisch. Aber ich möchte ganz, 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 ganz viel lesen. 8 Stunden Lesezeit am Tag sind ziemlich viele Seiten. Und ich denke mal, ich werde einiges schaffen. Und den Sonntag nehme ich mir dann sozusagen frei vom Marathon. Weil irgendwann muss ich auch mal Unterrichtsvorbereitungen machen für die nächste Schulwoche. Und da ich ja einige Rezensionsexemplare dabei habe, möchte ich dann auch versuchen, 1 bis 2 Rezensionen am Sonntag zu schreiben, beziehungsweise ich kann ja sowohl bloggen als auch filmen, irgendwas wird es sicherlich sein. Ja, wird euch herzlich eingeladen, ich bin gespannt, was ihr sagt, ich freue mich schon mega drauf, morgen früh aufzustehen und nach dem Frühstück gleich loszulegen und ich denke mal, wir sehen uns dann. Tschüss!